Das Zuhause des 11-fachen Weltrekordtauchers Christian Redl ist das Wasser, genauer gesagt der Ozean. Doch unsere Ozeane sind schwer belastet. Das erkannte auch der Rekordtaucher auf seinen Expeditionen unter Wasser. Mit seinem Projekt Seven Oceans sagt er der Zerstörung der Weltmeere jetzt den Kampf an. Die Präsentation fand standesgemäß im Haus des Meeres in Wien-Mariahilf statt. Das sind Probleme, die die Ozeane haben, sind eben der Plastikmüll, die Überfischung, das Sharkfinning, dann die Geisternetze, dann haben wir das Global Warming mit den Korallensterben, dann haben wir noch die Ausbeutung der Tiefsee mit den Bohrinseln und dann haben wir noch unsere Wracks, die sie jetzt ersetzen und jetzt dann die ganzen Giftstoffe freisetzen. Und das sind für uns die 7 größten Probleme, wo wir aber auch Lösungen anbieten wollen. Ich glaube, das unterscheidet uns halt ein bisschen zu den anderen, dass wir eben nicht nur hinzeigen, das ist das Schlechte, sondern auch gleichzeitig Lösungen anbieten. Alles Leben im Meer beginnt in den Korallenriffen. Faszinierende Ökosysteme unter Wasser und ein Projekt, dem sich Seven Oceans widmet. Wir versuchen Reef Villages, Metallkonstrukte, die bis zu 30 Meter lang sind, um die Welt zu bauen, wo Tsunamis oder andere Naturkatastrophen die Riffe nachhaltig geschädigt haben. Dort bauen wir Riffe wieder an, sodass sich wieder die Klein- und Kleinstlebewesen ansiedeln können. Korallenriffe sind die Kinderstube des Meeres. Also allen Leben des Meeres beginnt in den Korallen und in den Korallenriffen. Und die gilt es natürlich nachhaltig zu schützen. Dieser CO2-Ausstoß der Korallen, der nimmt 3% der Wasserfläche ein, produziert aber 70% unseres Sauerstoffs. Und daraus resultierend erkennt man schon, dass es sehr wichtig ist, diese Korallen zu schützen und neu anzupflanzen, anzubauen. Die von Seven Oceans geplanten Hilfsprojekte kosten natürlich Geld. Um die finanziellen Mittel aufzustellen, geht die Organisation Kreative neue Wege. Wir haben eine Bilddatenbank, eine Online-Datenbank programmieren lassen, wo jeder Fotos spenden kann. Diese Fotos gehören dann offiziell unter Anführungszeichen dem Verein. Und diese Foto kann dann aber jeder wieder Zeitungen, Magazine oder auch Privatpersonen dann erwerben, kaufen. Und dieses Geld wird quasi dann genutzt, um eben diese Probleme dann zu lösen, nachhaltig. Ein Leben ohne intakte Meere ist für den Menschen nicht möglich. Der Schutz der Ozeane sollte auch in einem Binnenland wie Österreich dauerhaft hohe Präsenz haben. Denn es gibt bei Umweltschutz keinen Neid, sondern Umweltschutz funktioniert nur wirklich dicht gedrängt und eng mit vielen Menschen, die etwas bewegen möchten. Ein Schwarm im Meer funktioniert auch besser wie ein einzelner Fisch.